Hallo Ladies, schön, dass ihr wieder dabei seid. In Frankfurt hat jetzt Deutschlands erster großer Flagship-Store Sephora eröffnet, 2 Etagen. Ich war nicht bei der Eröffnung dabei. Da war also sehr viel Influencer, Prominenz auch da und ich bin ein bisschen später in meine Erfahrung in mein Taunus-Zentrum, also ein kleiner Shop nur eröffnet hat. Das war ja schon damals der Wahnsinn. Und ich war jetzt mal an einem Montag da, an einem Montagvormittag und habe so geschaut, was es gibt. Ich habe mich jetzt speziell nur für die eigene Sephora Collection interessiert. Also nicht, was es dort alles gibt, was wir beim Douglas auch bekommen, wie Huda und Becker und Chanel und, naja, ihr wisst ja selber, was es alles für Kosmetikmarken gibt, sondern die Hausmarke von Sephora, die hat es mir nämlich ehrlich gesagt angetan und die haben ein prima, klasse, also ein wirklich tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Guckt euch mal diese hübsche Tüte an, ich finde die. Es ist Papier, kein Plastik, wohlgemerkt. Und ich habe so ein paar Geschenke noch gesucht und auch für mich etwas. Also erst einmal habe ich für mich geguckt und habe gedacht, oh, das verschenkst du auch. Und zwar geht es erstmal um diesen Zauberstift. Sie nennen das Magic in the Eyes. Da habe ich gleich mehrere von gekauft, weil die ans Geschenk mit drankommen, statt Schokolade. Ich zeige es, ich habe schon mal eins offen. So, das ist ein goldener Stern und ein schwarzer Kajal. Das heißt, hier drin ist der schwarze Kajalstift. Ich habe ihn schon ausprobiert. Ganz weich, super soft. Könnt ihr sogar hier oben auf der Wasserlinie mitgehen. Auf der inneren so, also prima. Und ist entzückend, ne? Also, ich sage ja weihnachtlich. Und ein Lidschatten, ein goldener Lidschatten. Sie schreiben zwar Nude, schreiben sie im Netz und hier steht drauf goldener. Es ist aber nicht so ein stark goldener. Ich habe ihn drauf. Schaut mal bitte. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und ich kann es auch nochmal swatchen. Soll ich mit dem Finger reingehen? Ihr wisst, ich mache das nicht so gern, aber ich mache es. Für euch mache ich das. So. Ich hoffe, man kann es sehen. Es sind jetzt alles unter 10 Euro Produkte. Unter 10 Euro Produkte. So allerliebst. Dachte ich mir, das ist so ein hübsches Geschenk. Ne? Man wird ja irgendwie zum Kind, ne? Also wenn ich solche schönen Sachen sehe, die, was so ansprechend, so weihnachtlich ist, das ist, dann schlägt das Herz höher. Okay, also ich habe von denen mehrere gekauft, also schwarzer Stift und goldener Lidschatten. Prima, auch für die Handtasche, das fällt doch nicht raus. Das dreht man hier so. Das kann also auch nicht abfallen. Und weiter geht's mit Sephora und zwar 2 Lidschattenpaletten. Einmal dieses Stück und dieses Stück. Diese kleine Eyeshadow-Palette beinhaltet 3 Farben, so ein Elfenbein, Kaffeebraun und so ein Mauve-Ton. Ich swatche es. Für ein einfaches, also für jede Frau geeignet, ich verlinke euch das alles, Galeria Kaufhof. Man kann das alles auch online bestellen. Die wenigsten haben ja einen Sephora Shop bei sich vor der Haustür. Das ist der Braunton, doch, der kommt. Das ist dieser Mauve-Ton, muss gut sehen, und das helle Creme, brauche ich eigentlich nicht swatchen, Creme kennen wir, ist matt. Das heißt, diese kleine Palette ist für jeden Tag gedacht. Klein, handlich, so ein Magnetverschluss. Sehr umweltfreundlich, nämlich Pappe. Sie kostet, glaube ich, um die 5 Euro. Und hat eine ganz tolle Qualität. Ich habe nun schon Sephora Lidschattenprodukte öfter gekauft und ausprobiert. Wunderbar. Setzt sich nicht ab. Vorausgesetzt, ihr habt einen Primer. Und einen Primer habe ich mir auch gekauft, einen neuen. Ich dachte, nun gut, weil die hatten auch noch Eröffnungsprozente, also 20% auf alle Sephora-Produkte. Die haben nur einen Eyelid Primer in einem Tübchen mit einem
Schwammapplikator. Das ist so, dann ist das Augenlid so durchsichtig, so aufgehellt, ja. Also es ist nicht, dass da so eine weiße Farbe drauf liegt. Und ich merke, selbst auf dem Handrücken gibt dem Auge sofort so ein frisches, so ein ganz erfrischendes Gefühl. So leicht kühlend ist das auch. Und da hält natürlich jeder Lidschatten besser. Kostet um die 10 Euro. Ich habe ja gesagt, alles 10 Euro Produkte. Ja, dann habe ich noch eine ganz tolle Palette entdeckt. Dieses Stück, okay, da ist jetzt Plastik drum, kostet 9,99 Euro. Gülden passt fantastisch jetzt zu Weihnachten. Und darin enthalten sind 8 Farben. 8 permutschimmernde Farben und auch matte Farben. Ich gehe da jetzt nicht rein, weil ich möchte sie verschenken. Deswegen kann ich da nicht reingehen. Also von Creme bis Nougat, etwas lila. Gut, hier ist so ein etwas rötlicher Ton, so ein bisschen Burgund. Aber ich denke mir, für 9,99 Euro kann man nichts falsch machen und hat eine Top-Qualität, ein Top-Produkt in einer sehr schönen Verpackung. Das ist übrigens auch alles. Okay, das ist jetzt Plastik, aber das ist alles Pappe. Also ist auch ganz, ganz leicht. Eine sehr, sehr schöne Palette. Diesen Lippenstift, den ich jetzt hier drauf habe, diesen roten R47, ich dachte mir, passend zu diesem Goldie-Look, ein Weihnachtsrot. Der nennt sich Rouge Creme. Er ist jetzt nicht gar so matt, das seht ihr. Es trocknet nicht aus, ich habe das jetzt schon eine halbe Stunde drauf, also die Lippen sind völlig in Ordnung. Ich habe allerdings vorher einen Pflegestift darunter gegeben. Das ist dieses Stück. Da gibt es verschiedene. Das ist hier mit Goji-Beere, also ein sehr reichhaltiger, gerade für den Winter, ein sehr pflegender Lipbalm. Gibt es auch mit Honig und Vanille und Grüntee. Der riecht ganz toll nach Goji-Beere. Sehr pflegend. Kommt ein bisschen farblich auch raus, ja, ein bisschen farblich. Das ist also jetzt nicht so ein farbloser Pflegestift. Das heißt, es ist eigentlich ganz schön, wenn man sich rote Lippen malt, wenn man so einen pflegenden, rötlich angehauchten Lipbalm darunter aufträgt. Dann habe ich mir noch Masken mitgenommen. Einmal für die Lippen, gerade im Winter. Im Winter sind ja die Lippen so empfindlich, also nur die Mundwinkel. Und es ist ja so kalt draußen und der Wind. Also mit so einer Sheermask, Lipmaske und 2 Feuchtigkeitsmasken. Die eine ist mit Litchi, die hinterlässt einen sehr schönen Glow auf der Haut, Feuchtigkeit spendet, und das ist mit Lotus-Extrakt. Das Schöne, was ich sehr mag an diesen Sephora-Tuchmasken, das ist Organic, das ist also Bio-Baumwolle. Das ist so, ne, so Bio-Zellulose nennt sich das. Und nicht irgend so ein raues Tuch, was man sich dann aufs Gesicht gibt. Die haben natürlich ihren Preis, kosten so um die 3 Euro. Ich glaube, um die 3 Euro kosten die. Aber man tut sich hier wirklich etwas Gutes. Das ist so ein bisschen kleiner Luxus, den man sich vielleicht gerne mal gerade in der Weihnachtszeit gönnt oder ihn verschenken möchte. Dann habe ich noch etwas entdeckt, das ist jetzt nicht von Sephora, Claudia Schiffer Artico, also Claudia Schiffer für Artico, das ist eine Mascara, was mir sehr an dieser, die heißt Super Long Lash Mascara. Erstmal natürlich dieses Design, es ist sehr weihnachtlich, ne? Schwarz mit goldenen Pünktchen, und ich fand an der ganz besonders toll das Bürstchen, weil ich nicht so voluminöse Wimpern habe, und man kann ganz toll mit diesem konisch zulaufenden Bürstchen sich unten die Wimpern, die ein bisschen kürzer sind, also bei mir, ohne dass man auf der Haut so ist, ganz toll tuschen. Es war ein Versuch wert und ich bin zufrieden. Ich habe es also schon ausgetestet. Ihr Süßen, das war jetzt mein kleiner Weihnachts- oder Vorweihnachts-Sephora-Haul. Das ist wirklich ein ganz toller Store, wie gesagt, über 2 Etagen, und das macht richtig Spaß, da zu schauen und zu gucken, und es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt unglaublich viel, aber ihr wisst ja, bei mir ist so ein bisschen Minimalismus angesagt auf dem Kanal. Ich bin jetzt nicht die Palettenqueen, ich liebe Lidschattenpaletten, ich schaue mir die wahnsinnig gerne an. Aber ich kaufe sie mir nicht, weil sie liegen dann rum, ich benutze dann 1 oder 2 Farben, und
Gut, man kann sie jahrelang aufheben, aber ich sammle die jetzt nicht. Ich kaufe mir immer nur speziell Paletten, die ich entweder verschenken möchte oder die ich auch selber benutze. Aber jetzt gerade in der Weihnachtszeit, vielleicht ist es ja eine Anregung für euch. Die haben sehr schöne Weihnachtsspecials, auch so, auch online. Ob das jetzt von Benefit ist oder Huda oder Bäcker. Das sind so große Bonbons eingepackt. Und da sind irgendwelche kleinen hübschen Sachen drin, was man natürlich aussuchen kann, ob das jetzt Duschgele sind oder auch dekorative Kosmetik. Also sehr, sehr schön, haben sich echt was einfallen lassen. Ja, kurz Info von Sephora Frankfurt, mein kleiner nochmal Vorweihnachtseinkauf. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.